So, ja, aber Patron, die nächste Story ist nur für dich. Sag denn, als du vor ein paar Monaten ein Kleid angehabt hattest und dich von ganz Deutschland blamiert hast, an unserer Jamaa, er ist offiziell nicht mehr mit uns. Er ist offiziell ein Verräter und soll da Platz finden, wo die Verräter sitzen. Gesagt, komm nach Berlin. Ich bin gekommen, er ist gekommen. Das Ende von Coach ist jetzt. Bruder, wenn er jetzt gerade sieht, dass ich mit dir rede, er wird platzen von innen und außen. Wo ist der? Ruf mal Coach hierher. Ladies and Gentlemen, Habibis, ich grüße euch recht herzlich in unserem Kinosaal. Was passiert denn hier? Es ist Action am Start. Und wenn ich sage Action, dann wirklich Action. Also hoffe ich, dass jeder wie üblich sein Essen auf dem Tisch hat, denn uns erwartet großes Kino. Mein Licht könnte gerade jeden Moment abkacken, aber halb so schlimm. Hauptsache, wir haben Kino am Start. Also, wir fangen erstmal damit an. Ahmed Patron kriegt eine heftige Ansage, denn ihr wisst, der Rücken von Ahmed Patron, der ihm ein bisschen Rücken gegeben hat, war Mazen. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, aber Mazen war derjenige, als Ahmed Patron ein Kleid angezogen bekommen hat und das Video geleakt wurde, hat sich Mazen für Ahmed Patron eingemischt und die Sache geklärt. Aber er hat auch gesagt, dass Ahmed Patron keine Ansagen mehr machen darf. Ja, nicht mehr live geht und so wie vorher weitermachen kann. Doch Ahmed Patron hat es immer wieder weitergetan. Und schaut mal, Mazen hat jetzt eine Story über Ahmed Patron gemacht, die heftig ist. Dann machen wir weiter. Also, lasst es euch schmecken. Ich sage, let's go, no window. So, ja, Ahmed Patron, die nächste Story ist nur für dich. Sag denn, als du vor ein paar Monaten ein Kleid angehabt hattest und dich von ganz Deutschland blamiert hast, hat deine Frau, du und deine Umgebung mich angeschrieben. Hab nach Hilfe gefragt. Obwohl mir alle davon abgeraten haben, habe ich mich auf mein dummes, weiches Herz gehört und dir geholfen. Als du mir Geld dafür angeboten hast, habe ich abgelehnt. Du hast gesagt, bitte, ich soll deinen Rücken machen, habe ich abgelehnt. Ich soll dein Manager werden, habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, ach, wenn ich dir helfe, helfe ich dir von Herzen. Nur tu mir einen Gefallen. Brich nicht mein Wort und demütige mich nicht. Das war das Einzige, was ich von dir verlangt habe. An dem Tag, wo ich mich mit den Berlinern angelegt habe, obwohl ich vorher nie mit denen ein Problem hatte, du warst ja selber Zeuge am Telefon. Es ist Fakt. Mazen hat gesagt, brech nicht mein Wort und halte das, was ich dir sage. Geh live, aber mach keine Ansagen mehr. Und er hat es immer wieder getan. Und Leute haben immer wieder auf diese TikToks oder allgemein in sein Live geschrieben, da sieht man, wie viel Gewicht Mazen sein Wort hat. Das hat überhaupt nichts mit seinem Wort zu tun, sondern einfach, Ahmed ist süchtig danach, Ansagen zu machen. Das ist sein Content, er kann nicht ohne das. Und deswegen folgt jetzt diese Ansage, sage ich mal. Wurde schon ein Standort geschickt. Und da sind Männer, die werden gekommen. Einen Tag jetzt rübergeknallt. Unsere Eltern mussten sich schnell einmischen, weil sie wussten, beide Parteien sind Männer. Und sie wollten nicht, dass irgendeiner für dich blutet und für deinen TikToker. Du benutzt meinen Namen. Also er sagt, es wurde ein Standort geschickt an die Jungs und die Jungs wollten sich auf den Weg machen. Er sagt ja, diese Jungs wären auch gekommen. Nur die Älteren haben sich eingemischt und haben gesagt, es lohnt sich nicht für einen Ahmed zu bluten. Deswegen scheiß drauf. Ja? Gib mir grünes Licht, Mazen, und ich alle ihren beleidigst Leute unter meinem Namen. Machst Ansagen unter meinem Namen. Ja, und du willst mein Wort brechen öffentlich. Hast mich probiert zu demütigen. Hast gedacht, du kannst es für mich machen. An unserer Jamaa. Er ist offiziell nicht mehr mit uns. Er ist offiziell ein Verräter. Und soll da Platz finden, wo die Verräter sitzen. Und für dich wird auch kein Platz mehr neben uns sein. Da denkst du dich zu, Digi. Als Großfamilien vor deiner Tür waren, habe ich für dich eingesetzt. Als Rocker vor deiner Tür waren, habe ich für dich eingesetzt. Mal gucken, ob Ahmed jetzt immer noch Ansagen machen wird, denn er hat wirklich Unterstützung von Mazen genommen und hat die Ansagen weiterhin gedrückt. Jetzt ist die Frage, Mazen sagt eigentlich wortwörtlich offiziell, er ist jetzt vogelfrei. Viele wollten ihn packen, wie wir jetzt hören, sagt er,
Wie viele Leute waren immer vor deiner Tür? Er ist gekommen, hat es für ihn geklärt. Eigentlich für ihn müsste er seine Hand küssen. Ja? Das wäre ganz anders ausgegangen. Aber er hat es immer wieder geklärt. Jetzt möchte er eine Message geben, indem er sagt, er ist jetzt vogelfrei. Könnt machen, was ihr wollt. Als so vor 3 Wochen die Albaner aus Berlin bei dir vor der Tür waren, habe ich mich eingesetzt. Obwohl du jedes Mal im Unrecht warst. Warum? Du wusstest immer wieder so diesen Eingang zu meinem Herz zu finden. Du hast anscheinend Schamus ausgenutzt. Aber jetzt kriegst du die ekelhafte Seite von mir. Ich werde dich nicht beleidigen. Ich werde dich auch nicht anschreien. Ich werde heute noch ein, zwei Anrufe machen. Und die Leute aus deiner Umgebung werden dich mit Liebe, guck mal, ich sage mit Liebe, zu mir holen. Ja, ich bin schon. Wo alle gegen dich waren, ich war mit dir. Dann lässt du es wirklich zu, dass die Leute sagen, er hat dich blamiert, Bruder, zumindest er hat es probiert. Das lässt du zu, ja. Ganz schön mutig von dir. Aber wie gesagt, du warst nicht ohne Grund hier bei mir. Und den Rest werden wir sprechen, wenn du vor mir sitzt. Ich freue mich sehr auf dich, Ahmad. Salam alaikum. Boah, das war eine offizielle, harte Ansage. Wir werden weiteres besprechen, wenn du vor mir sitzt. Ich bin gespannt, ob Ahmad überhaupt noch live kommen wird und eine Ansage machen wird oder ein Statement darüber abgeben wird. Er hat sein Wort gebrochen, ist so. Da kommt ein Mann, Digga, und klärt Sachen, die wirklich hart ernst zu nehmen waren. Und er hat einfach drauf gespuckt. Und jetzt muss er mit den Konsequenzen rechnen. Jeder, sogar ich, hab mir gedacht, was denkt sich Masen, Digga? Der hat sich für ihn eingesetzt und er tritt einfach drauf. Also er hat es nicht geschätzt. Er hat wirklich von einem guten Mann, der Eier in der Hose hat, hat er Rücken bekommen. Und jetzt hat er sich das kaputt gemacht. Warum? Für ein paar TikTok-Matches. Schauen wir mal. Fakt ist, Masen fährt mit Amarfi 7 nach Berlin. Was wird da wohl passieren? Ich habe Amarfi 7 gefragt. Wisst ihr, was er mir geschrieben hat? Krieg. Ihr wisst, dass Amarfi 7 auch Stress mit Russland hat. Russland hat die Ansage gemacht, komm nach Berlin, wir machen 1 gegen 1. Oder wir klären die Sache ganz anders. Natürlich hat jeder einzelne Zuschauer von uns, unter anderem auch ich, gehofft, dass die kämpfen. Aber tatsächlich standen sie in einem Video nebeneinander. Wir kommen wie Männer, wir gehen wie Männer. Schauen wir uns das an. Let's go, no window. Es wurde ein Statement von Amar gepostet. So Leute, Assalamu alaikum. Ich bin jetzt gerade in Berlin angekommen. Ihr seht, wir stehen voreinander. Ihr habt alles mitbekommen, es ist in den letzten Tagen viel Feuer passiert, ja, von seiner Seite aus, von meiner Seite aus. Er hat gesagt, komm nach Berlin, ich bin gekommen, er ist gekommen, wir stehen beide wie Männer hier. Aber wie ihr seht, man kann trotzdem alles noch mit Reit werden, wir haben uns die Hand gereicht. Und es sind hier Zeugen dabei, es sind Brüder von ihm, es sind Brüder von uns dabei, die auch gesagt haben, wenn ihr wollt, kommt, macht einen fairen Kampf. Wenn ihr nichts auf dem Herzen habt, wenn nichts passiert ist, klärt das wie anständige Leute. Dieses Video ist hier auch kein ihn oder mich klein oder groß machen, das ist eine Nasiha für euch. Lernt daraus, dass es Probleme gibt, die man mit Frieden klären kann. Aber eine Nasiha für euch ist, das kann auch anders ausgehen. Es gibt Leute, die kommen zu euch oder ihr geht zu Leuten und dann kann viel Schlimmeres passieren. Merkt euch das. Inshallah, wir haben Khair gemacht. Es ist nichts Großartiges passiert. Es haben Leute versucht, Fitna zu stiften. Und inshallah soll das eine Lehre sein. Und inshallah macht der Bruder auch bei keinem mehr Ansage. Und lernt einfach daraus. Wenn der Bruder auch was zu sagen hat, soll er auch was dazu sagen. Leute, auch. Leute, auf jeden Fall, wir haben alles geklärt. Mach kein Fitna hier, ist khair. Ja, in dem Falle, Leute, assalamu alaikum. Khair, inshallah. Inshallah, khair, Leute, ja. Ja, und in dem Moment geht mein Licht aus. Egal, wir machen so weiter, Hauptsache ihr seht mich. Schade, dass die nicht miteinander gekämpft haben. Eine sportliche Auseinandersetzung wäre auch cool gewesen. Aber es ist nicht dazu gekommen. Egal, khair ist immer gut, okay? Nicht immer Fitna, Digga. Aber wenn wir schon bei Fitna sind, schaut mal, ein ganz, ganz interessantes Video. Das Ende von Coach Nankör. Vitamin exposed mit Ex-Manager von Coach Frankie einige Sachen. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Da bin ich sehr gehypt. Let's go in the window. Das Ende von Coach ist jetzt. Bruder, wenn er jetzt gerade sieht, dass ich mit dir rede, er wird platzen von innen und außen. Wo ist der? Ruf mal Coach hierher.
Bruder, ich habe ihn überall blockiert, dieser Sheriff Sin, der hat komplett, du musst verstehen, der... Sheriff Sin, der wollte Sheriff Sin sagen, er sagt Sheriff Sin. Also ich sag mal so, ne? Ich bin mir sicher, Coach ist in jedem Live mit drin und guckt zu. Und hier auch, safe. Vor allem, wenn es der Ex-Manager ist. Es ist auch ein Typ, der sich, soweit ich weiß, zeigt. Er hat gelebt, richtig. Ich habe ihm Essen gegeben, alles. Er hat alles, mein Aussehen. Ich sag dir eine Sache. Schau mal, ich bin kein Wahrsager oder so, aber keine Frau, die ein Kind bekommt, hat Bock auf sowas wie den. Boah, die Frau wird ihn bald verlassen. Natürlich, Bruder, der Typ ist ein Narzisst, der macht Politik, der war hier im Rotlicht unterwegs, der kann dieses Honig ums Maul und dann all seine komischen Geschichten, wie jedes Produkt, was er bis jetzt hat, habe ich für ihn ausgesucht. Das ist ein Händler hier in Hamburg, die Dinger kosten 4-5 Euro. Aber was sagst du, Bruder? Warte, Bruder. Der, wo sich die ganze Zeit über meine Vitamin beschwert, dass es teuer ist, auf seine Produkte für 4-5 Euro, klatscht seine... Kiloweise, nicht Gramm, Kilo. Wir haben Kurkuma gekauft. Ich habe alles hier, ich habe alle diese ganzen Kleber, alles in Polen. Ich habe alle Rechnungen, alles... Mach doch mal Kamera an. Also pro Kilo oder kiloweise 4-5 Euro. Und soweit ich weiß, mitbekommen habe, verkauft er seinen Tee grammweise für 40, 50, sogar auch 60, 70 Euro. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Ich habe es euch schon mal gesagt. Ernährt euch einfach nur gesund. Geht ab im Training. Ja, gibt alles, was geht. Und mehr braucht ihr nicht. Kommt auf Instagram. Ich zeige euch kostenlos, was ihr essen müsst, was ihr essen könnt über den Tag. Ja, auch viele Leute haben Heißhungerattacken. Aber ich werde das Ganze mal jetzt so umsetzen, dass ich bald Leute ein bisschen coachen werde, wie Personal Training. Ja, das war auch vorher, vor YouTube, mein Beruf. Ich habe Leute trainiert, ich habe auch behinderte Leute, eingeschränkte Leute trainiert. Also ich habe verschiedene, ich hatte in meiner Prüfung eine schwangere Frau. Ich habe wirklich von dick bis dünn und schwanger bis eingeschränkt. Ich habe schon viele Leute trainiert und ich habe aus den Maschinen gemacht. Ich habe Leute gehabt, die von 130 Kilo auf 70 Kilo runter sind. Also ich werde das bald starten, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann wird es Personal Training geben. Ihr kommt zu mir, ich trainiere euch, ich mache euch eine Woche Plan und dann kommt ihr im Monat immer mal hierher und wir gehen gemeinsam ins Fitnessstudio. Und dann kracht's richtig. Glaubt mir, wir machen vorher, nachher Bilder und es wird heftig. Hört nicht darauf, was Leute euch verkaufen möchten. Das, was Vitamin gemacht hat, ich feiere das. Ich habe selbst 2 Gläser davon bekommen und ich küsse sein Herz. Es wurde auch zertifiziert, dass es Bio ist. Und wie viele Leute das haten, die ganzen Hyänen-Moslems, die, obwohl er mit ihnen seine ganzen Emotionen geteilt hat und gesagt hat, ich habe meinen Sohn mit 11 Jahren, ist er in meinen Armen gestorben. Und es ist einfach, die Leute haben in Deutschland eine falsche Ernährung. Ja, die kaufen immer billig ein und machen damit Fehler. Vitamin hat so eine geile Message gegeben und er ist ein gutgläubiger Typ, weil er einfach sein Glauben viel stärker dadurch wurde, dass sein Sohn gestorben ist mit 11 Jahren. Keiner von uns kann diesen Schmerz nachvollziehen, außer es hat jemand dasselbe Schicksal. Ja, und dass diese Leute, die mit ihm diese Gefühle geteilt haben, heute da sitzen und sagen, sein Honig ist kein Bio und er ist ein Betrüger, ich habe dadurch Durchfall bekommen. Ein Produkt, was dafür bekannt ist, dass es den Darm reinigt. Ja? Was für dreckige Heuchler, nur weil sie ihm keinen Vertrag setzen konnten, weil er halt kein kleines Kind ist, wie die anderen TikToker, zeigen sie jetzt alle mit dem Finger auf ihn und haten ihn. Subhanallah, krass. Und das Brutalste, Schlimmste daran ist, dass unsere Religion nur darunter leidet, wegen solcher Menschen, Digga. Warte mal, Bruder. Mach immer größer, Vitamin. Warte, jetzt wird's spannend. Moment, jetzt wird's spannend. Inspektor Gadget, Vitamin, auf der Jagd. Auf jeden Fall, Bruder, jetzt jedes einzelne Produkt. Warte. Du bist der Manager von Coach gewesen. Bruder, ich habe ihn gemanagt, ich habe sein Leben geführt. Ich habe alles, sein Essen... Sein Unterkunft. Leute, was passiert hier?
Bruder, wenn es darum geht, ihn komplett hast du noch von ihm Etiketten und so da? Bruder, was ist das denn? Alles. Ich habe sogar die Prototypen. Alte, zeig. Und wie soll ich dir das zeigen, Bruder? Ich bin gerade im Auto. Ich schick dir das später. Ich schick dir, weißt du, was ich mache? Ich schick dir später die Prototypen, die ich mit Stift gezeichnet habe. Sein Gesicht da drauf. E-Mail-Verkehr, den Händler. Der Händler ist... Nein, ich will das alles gar nicht. Ich sehe irgendwie, jeder, der mit ihm zu tun hat, meldet sich bei bekannten Leuten, ja, irgendwie, die in der Öffentlichkeit sind, Videos machen, so wie auch zum Teil mir. Und das sind wirklich Leute, die was mit ihm zu tun hatten und packen aus oder möchten packen, möchten eine Stimme dafür haben, was er alles angestiftet hat. Und dann da sitzt und steht, Leute manipuliert und irgendwas verkaufen möchte, Preise hat wie, keine Ahnung, als ob er in Dubai lebt und oh, so eingebildet und oh Mann, Digga, warum dieser Hochmut? Wieso, Leute, wieso? Ich will nur, stimmt, was du sagst, weil du hast jetzt was in den Raum geworfen. Ich will nicht Ermittler spielen. Nein, du brauchst keine Ermittler zu spielen, Bruder. Die Sache ist die, er hat mich hochgenommen mit dieser Sache. Wie? Er hat mein Geld, guck mal, er schuldet mir sogar Geld. Er hat mich von unten... Er hat Schnark ja auch abgezockt, 500 Euro. Schnark hat gesagt. Aber Bruder, der hat komplett einen richtigen Dascha. Der hat nicht nur Geld geklaut. Warte. Dieser Händler, der diese Grüntee-Beispiel, ist hier in Hamburg. Der Typ, ich habe mit ihm geredet, die Preise ausgehandelt. Und er kam mit einem Preis, also nee, wir verkaufen für 79 Euro. Ich sag, Digga, das kannst du doch nicht machen. Wenn einer nur recherchiert, das Kilo 6 Euro kostet. Ein Kilo. Ja. Und du willst 100 Gramm für 79, 39 verkaufen. Funktioniert doch nicht. Dann hat er einen anderen Typen gefunden, der sein Online... Dieser Fernandes. Mit dem habe ich auch telefoniert. Ja. Ich habe einen, warte, das stimmt, einen Moment. Leute, einen Moment. Was er sagt, stimmt. Ich habe was bestellt, das ist so gekommen. Warte ganz kurz. Das ist gekommen. Ich habe bestellt. Mit meinem eigenen Geld, ich habe bestellt, okay. Oh, das sind meine Kappen, das ist alles von mir. Wallah billah, ich schwöre bei Allah. Jetzt guck mal hier, was steht da? Ja. Da steht Marcel Fernando. Berlin. Fernando verkauft Hundeprodukte, so Hundekette, hat auch einen Online-Shop. Ja, passt doch. Natürlich, mit denen habe ich eine Stunde telefoniert. Am Anfang hat er zu mir gesagt, ich bin der Coach, Manager von Frankie. Komm mal, die Domain tamashi.de gehört mir. Wisst ihr, was das Ding ist? Die Leute kaufen ein und was sie einnehmen, ist einfach nur leere Luft. Das hat weder Vorteile noch Nachteile, es hat einfach gar nichts. Und das hat Coach selbst bewiesen, indem er in einem Live 50 Tabletten geschluckt hat, vor der Kamera, im Live, 50 Tabletten, wenn etwas gut wäre, okay, und du 50 Tabletten schluckst, Digga, danach wird es dir nicht gut gehen, weil es zu stark ist, ja, jede Tabletten, die du wirklich zertifiziert mit einem Stempel drauf bestellst, steht da eine Anzahl drauf, nicht mehr als eine, zwei oder sagen wir mal drei Kapseln am Tag. Dass er 50 Tabletten schluckt, zeigt einfach nur oder hat einfach nur bewiesen, dass es einfach nur Luft ist. Ja, die Leute geben einfach nur Geld aus. Diese ganzen Influencer, TikToker, die meisten verkaufen euch nur Mist. Da ist nichts drin. Ihr gebt einfach nur Geld für Müll aus. Du kannst jetzt tamashi.de, da kannst du mal. Bruder, ich kann zumachen, ich habe gar nichts angeschaltet. CoachFranky.de habe ich auch programmiert. Alles für lau zu diesem Kelb. Und am Ende hat er komplett... Bruder, Tamam, warum arbeitest du dann nicht bei mir? Bruder, erst wenn er das hört, er wird platzen, Digga. Ich brauch viele... Wisst ihr, was krass ist? Das, was jetzt kommt, ist einfach nur, das ist heuchlerisch auf Next Level. Bruder, Schwester, guckt euch das mal an, was jetzt passiert. Passt auf, ich möchte nicht spoilern oder euch erzählen, aber wir reden gleich, passt auf. Die haben mir Escort-Frauen geschickt, die mich angeschrieben haben. Da weißt du, wo er dich gefragt hat? Schreib dich nicht irgendwelche Frauen an. Und ja, genau! Bruder! Ich hab das vergessen! Leute, ihr habt den Beweis, wer mir diese Escorts geschickt hat. Habt ihr das gerade gehört? Ich bin gar nicht darauf gekommen. Er hat selber gesagt. Sag mal ehrlich, ab und zu, bestimmt schreiben dir ein paar wunderschöne Frauen. Doch, warte. Schreiben nicht, wirklich schreiben nicht. Doch, natürlich. Dieses Video ist viral gegangen.
Ich habe gesagt, nein, keine Schreiben. Auf einmal schreiben Escort, Escort. Ich denke, was geht jetzt ab, Bruder? Warum kommen sie ganz Escort-Frauen auf einmal an? Bruder, die sind doch Hafensfrauen, aber die denken halt, ich begehre das, was sie begehren. Ich begehre eine muslimische Frau. Mit Respekt und Anstand. Überlegt euch mal, was ein Heuchler. Er schickt ihm irgendwelche Escort-Frauen. Und wie kommen überhaupt diese Escort-Frauen? Die Leute, die mit ihm was zu tun haben, bestätigen ja einfach nur, dass er was mit Rotlicht zu tun hatte. Er selbst erwähnt das ja auch. Ja, guck mal. Er erwähnt im Live, in der Öffentlichkeit, du Heuchler, ob er mit Frauen schreibt oder ob er von Frauen angeschrieben wird. Er sagt nein. Und dann schickt er ihm irgendwelche Escort-Frauen, die ihm anschreiben, damit, was kann er damit machen? Das Live geht viral. Ja, dieser Clip geht viral zwischen den beiden, wo Vitamin sagt, nee, mir schreiben keine Frauen. Coach Frankie schickt irgendwelche Escort-Frauen, die Vitamin anschreiben, die Screenshots davon machen und Coach Frankie schicken. Coach Frankie schneidet das in dem Fall so wie jetzt zusammen und sagt, aha, er hat es bestritten, schaut euch diesen Heuchler an, ihm schreiben doch irgendwelche Frauen. Dabei sind das Frauen, die von ihm kommen. Was für dreckige Menschen, Alter. Feierabend. Die ihre Scham hütet, die Sabr hat. Du hast gesagt, sollen sie kommen mit ihrem Vater und dann reden wir. Und dann hat er noch Gänsehaut bekommen, wo er dachte so, oh, selbst. Bei mir nur, Bruder, nur mit Wally, nur mit Bruder oder Vater Kontakt. Sonst, ich will keinen Kontakt. Wenn es ernst wird, Bruder, wenn es ernst werden soll, wie kannst du dich hinstellen und sagen, ich habe sie kennengelernt, untereinander, ohne ihr Vater, ohne ihr Wally, und ich habe mich mit ihr getroffen, ich bin mit ihr spazieren gegangen und so. Und die wird das Gleiche mit dem Nächsten auch machen. Wie oft hat sie das schon gemacht? Der Scheitan ist der Dritte im Raum und dann bist du auf jeden Fall... Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn zwei alleine sind, Mann und Frau, ist der Dritte immer der Teufel, der Scheitan. Ich finde diesen Vitamin 114 einfach nur sympathisch, Digga. Der würde keinem Menschen schaden, ja. Aber wie die Leute, die über ihn reden, gerade diese Leute, Ex-Kriminelle, Leute, die Leute unterdrücken, Leute, die wirklich gefährlich sind, Leute, die Leute bezahlen, damit sie den und dem was antun, das sind Leute, die über ihn reden. Das ist ein Mann, Digga, der würde niemals jemandem schaden. Bei uns Türken sagt man auch, kimse zarari yok, lass ihn doch in Ruhe, Digga. Warum hatet ihr einen Mann, der seine Emotionen, Gefühle mit euch geteilt hat? Warum macht ihr sowas? Das zeigt uns einfach nur, was für Heuchler es gibt. Alles nur dreckige Heuchler. Kommen wir ein bisschen zu Sonderschule-Unterhaltung. Und wenn wir bei Vitamin 114 sind, sogar einen Adler haben sie geschafft, auf ihre Seite zu ziehen, einen Helium-Typen, der Ansage an Vitamins Produkt macht. Für euch. Das eure Ja macht unaktiv. Das nehmen nicht lieber. Das nehmen nicht lieber. Das nehmen am liebsten, das ist besser. 3 Tage, ich steht nicht mein einfach. Wenn eine Frau da gewesen, hat er gesagt, was bist du für ein Adler? Was ist das für ein Hund? Man sieht, dass Coach ihn an der Leine hat und er sich auch noch führen lässt. Schaut. Frau und Kinder, lieber das nehmen nicht. Eure Frau geht weg von euch und... Adler, hör mal zu, du sagst, wer das nimmt, die Frauen gehen weg von dem, ne? Ja. Aber deine Frau ist doch auch von dir weggegangen, ohne dass du das genommen hast. Ich hatte damals keinen Sport gemacht, ich habe nicht oft Chakalaka gemacht. Walla reicht jetzt, ne? Walla Billa reicht jetzt. Kleiner Pisser, Alter, das ist so einer, der im Bett mit seiner Frau ist und sagt, hier, ich drehe mich um, statt dass du dich umdrehst. Bitteschön, du darfst mich nehmen. Sogar Vitamin 114 ist reingekommen in den Livestream. Schaut mal, was der Adler sagt. Lass mich in Ruhe, bitte, ey, Vitamin. Du kriegst fette Anklage. Guck mal. Boah, Anzeige, ich hab gesagt, Adler, mach nicht. Ich hab gesagt, mach nicht Anzeige. Hör mir zu, ich begründe das. Adler, ich begründe. Adler, Abschiebung. Ich habe studiert, alles Jura. Ich kann das genau richtig zu sagen. Nimm mal auf, kannst du für deine Antwort zeigen? Haben wir schon. Wenn ein Produkt werde Schaden tun für die Menschen, ich werde das natürlich sagen, meine Meinung. Das Krasseste ist, dass keiner von uns ihn eigentlich so richtig versteht. Man sieht einfach nur, dass dieser Junge gehetzt wurde von irgendeiner Seite und gesagt wurde, wenn einer wie du auch noch schießt, kann es sein, dass die Leute es vielleicht glauben. Aber nein, Digga, die Leute sind nur nicht blöd.
Wie kann es sein, dass so ein Vogel, ein Analphabet kommt und das Produkt versucht schlecht zu reden? Das zeigt einfach nur, wie viele Hyänen es gibt. Diese ganzen dreckigen Heuchler. Ihr werdet noch alle entlarvt. Wartet ab. Wartet ab. Jetzt kommen wir zu einer ganz krassen Eskalation. Schnallt euch bitte an. Ja, es wird ein bisschen gestummt, denn es eskaliert zwischen Dudi und Emre Yılmaz. Mein Gott! Du bist kein Mann, du... Und dein Vater. Amar hat dein Gott. Du und dein Vater. Du bist kein Mann, du... Wallahi, wenn du das lass ich dir nicht. Benim var ya, karını o. Anladın? Du kleine o. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Wenn du die mit Emre im Ring wär, der Emre würde ihm den Kopf abschlagen. Glaubt mir das. Der würde ihn so punchen, Digga. Der würde einfach K.O. gehen. Der Typ ist ein Boxer. Egal ob er 200 Kilo wiegt, guckt euch seine Boxkämpfe an. Dieser Typ ist so krank, Alter. Der ist zwar dick, der macht vom Dreier einfach Saltos. Ja, er ist der Samahun, Digga. Ich weiß nicht, ob ich Zuschauer habe, die Samahun kennen, aber das ist der dicke Bruder oder der dicke Freund von Jackie Chan, Digga, der auch so beweglich war. Und Emre ist genauso einer. Der würde viele Influencer so krass auf die Fresse hauen. Bis jetzt hat sich keiner mit ihm in den Ring getraut. Warum? Weil er halt krass ist. Ach, diese ganzen dreckigen Heuchler, Digga. Alles so dreckige Heuchler. Egal, Gott ist groß. Ansonsten, wie gesagt, Habibis, hoffe ich, ich konnte euch etwas unterhalten. Küsse eure Herzen, vielen Dank für euren Support. Kann sein, dass das Video ein bisschen später kommt, falls es gelb sein sollte. Vielleicht ist es auch heute Zeit pünktlich online. Und ich erwarte euren Support auch auf die letzten zwei Videos. Lasst mal einen Klick drauf, Like, ein Kommentar. Ich würde mich echt freuen. Ansonsten, wie gesagt, Kuss geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video.